neu kennt durch euren Trainer, Coach die Codes, denn. Okay. Hallo, jetzt seid ihr wieder eingeschaltet. Richtig gut. Jetzt haben wir mal was ganz Neues. Und zwar hatten wir ja immer irgendwelche Dance-Moves oder halt ein bisschen Isolation, um unseren Street-Dance zu erweitern. Aber es gibt auch eine Sache, die sogar noch viel wichtiger ist, denn allgemein Tanzen benötigt Bewegungsfreiheiten, also auch mehr Möglichkeiten. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich auch echt hinten dran, denn ich benötige Spagat nicht unbedingt für jeden Street-Move, aber was soll ich sagen, es erweitert einen wirklich, das spürbar. Wenn ihr es ein bisschen trainiert habt, und das habe ich auch, habe ich gleich gemerkt, wie geil größer die Moves dann werden und was für einen neuen Stil damit man auch rauskitzeln kann. Da ich aber nicht so perfekt darin bin und ich wirklich nur Laie und ich mal wieder ein bisschen versuche, habe ich wieder jemanden dabei und das ist die liebe Jasmin. Hallo. Hallo. So, und die Jasmin macht mit uns nämlich den angeblichen Damenspagat, und zwar soll der über die Seite gehen, oder? Ja. Jetzt erklär uns das mal, wie wir es am besten trainieren können. Also. Ja. Also es geht darum, dass wir einmal vornehmen, sprich so. Ja. Beide Seiten wollen wir natürlich dehnen. Stellt bitte sicher, dass ihr vorher gut aufgewärmt seid. Vielleicht habt ihr in der Klasse von Dennis vorher getanzt. Das wäre sehr gut. Also nicht aus der Kalten am besten. Ganz wichtig, ich werde auch Erwärmungsvideos bringen und die könnt ihr natürlich euch dann auch dazu gönnen, wenn die dann rauskommen. Aber du zeigst uns jetzt gute Übungen. Ja. Also wir starten erstmal mit einem Ausfallschritt. So, großen Ausfallschritt. Einen sehr großen Ausfallschritt. Euer Knie ist über eurer Ferse. Hier könnt ihr jetzt verschiedene Sachen machen. Entweder haltet ihr, könnt die Hände auf euer Knie nehmen, ihr könnt die ganze Dehnung noch ein bisschen verstärken, ihr könnt die Arme nach oben nehmen, zur Seite, wie auch immer. Richtig. Und ansonsten könnt ihr noch probieren, alles mit der Hüfte zu machen. Das heißt, ihr könnt wippen oder die Hüfte kreisen. Und auch das ist eine gute Version, um sich nochmal zu mobilisieren. Vielleicht die erste Übung nach dem Aufwärmen. Und dann können wir anfangen, das Knie langsam zu senken. Sinken. Genau. Und auch hier entweder die Hände am Boden lassen oder aufstützen, wenn ihr die Dehnung ein bisschen vertiefen wollt. Und versucht, eure Hüfte wirklich nach unten zu drücken. Trotzdem versuchen, den Oberschenkel zu entspannen. Und dann können wir von hier aus ein bisschen dynamischer werden. Wir versuchen zu strecken. Hier die Ferse nach unten drücken in den Boden. Das heißt, die Schritt vielleicht noch ein bisschen enger. Den Fuß reinholen oder weiter, je nachdem, wie es euch am besten passt. Und von hier aus gehen wir in den Ausfallschritt, wippen, dann gehen wir nach unten, ganz vorsichtig das Knie sinken, dann wieder in den Ausfallschritt, Knie wieder lösen und wieder strecken. Und das wiederholt ihr am besten 5 bis 10 Mal, indem ihr wieder federt, nach unten, Knie wieder hoch, federn und strecken und so weiter. Genau. Und wieder hoch. Und streckt. Das wäre eine Version, um langsam immer ein bisschen tiefer zu kommen. Eine andere gute dynamische Dehnung ist, wenn wir von dieser Position, also das Knie ist unten, vorderes Knie über der Ferse und wir gehen abwechselnd zurück mit einem langen Rücken, strecken das vordere Bein, flexen den Fuß, ziehen die Zehen ran und gehen von hier aus wieder nach vorne. Versuchen, die Hüfte wieder runterzudrücken. Das könnt ihr dynamisch machen. Halten, nach vorne, bisschen länger halten, ein bisschen kürzer halten, das Tempo steigern und dann langsam immer weiter nach vorne gehen. Genau. Einmal das. Also ihr habt jetzt schon zwei recht dynamische Übungen. Weiter, eigentlich kann man recht gut alles aus dieser Pose machen. Ihr versucht, mit der Hand nach hinten zu greifen und euer Fußgelenk zu greifen. Wenn das nicht gut funktioniert, genau, entweder euer Knie schützen, kann man das Ganze auch an der Wand machen, das machen wir dann gleich vor. Und hier, um die Dehnung jetzt nochmal ein bisschen zu verändern, könnt ihr den Fuß vorne ausdrehen. Das heißt, nach hier. Ich hätte mal nicht so. Ja, perfekt. Das einmal greifen. Genau. Weil du machst das schön, ich mach das mal direkt. Also ihr könnt hier immer noch variieren, ob der Fuß nach vorne zeigt, nach außen. Ansonsten könnt ihr den Winkel vorne ändern, den Fuß ein bisschen weiter vor. 1,90 Grad. All das hilft, um nochmal ein bisschen tiefer in die Dehnung zu gehen. Ja, das ist eine gute Übung. Genau.
Und die Alternative zu dieser Übung ist, wenn ihr euer Knie recht nah an die Wand packt, die gleiche Position, und hier könnt ihr euch versuchen, so weit aufzurichten, wie ihr könnt. Oh, das merkst du hier. Genau. Jo. Siehst du, egal wie lange du tanzt, einfach dranbleiben. Ja. Ah, es gibt immer auch die Schwäche. Ah. Oh, und lösen. Okay. Und eine letzte Übung noch, die ist allerdings ein bisschen härter. Okay. Und zwar Stand Spagat. Das heißt, ihr nehmt euren Fuß und drückt ihn an die Wand und versucht beide Beine zu strecken. Und je nachdem, wie gelenkig ihr schon seid, beweglich ihr schon seid, versucht ihr euer ganzes Bein und den hoch. Fuß an die Wand zu drücken. No way. Stieg mein Bein. Okay? Genau, ja. Aber das hilft schon. Merkst du es schon? Ja, ich merke, ja, das ist nicht so falsch. Ja, perfekt. Okay. Genau. Das sind so die effektivsten Übungen, um möglichst schnell und bald in den Spagat zu kommen. Aber wirklich wichtig, dass ihr vorher aufgewärmt seid und euch nicht verletzt. Und wie ihr gerade gesehen habt, brauchen wir nicht mal eine Matte. Das haben wir jetzt alles nur mit einem Stück Handtuch gemacht. Und Wand, Leute. Also, man kann das zu Hause lernen. Das geht auch gut beim Fernsehen gucken, bei diversen anderen Sachen. Vielleicht noch ein Buch lesen, wenn man halt schon ein bisschen weiter ist. Kann man sich sogar dabei entspannen, habe ich gehört. Ist ein Mythos, meines Erachtens nach. Aber beweist das Gegenteil. Schickt gerne Videos oder was auch immer. Ja, und Jasmin, woher hast du eigentlich diese ganzen Kenntnisse? Ich bin selbst Tanzlehrerin tatsächlich. Nein! Zwar für Jazz, Modern und Contemporary hauptsächlich. Und ihr könnt auch gerne mal einen meiner Kurse besuchen, zum Beispiel beim Hochschulsport oder im Tanzclub Rot-Weiß oder bei einem Workshop, den ich gebe. Ich würde mich freuen. Sehr schön. Also ich freue mich auch immer dabei zu sein. Ja. Wenn es mal einen Workshop gibt, ich habe noch gar keinen so richtig. Aber das werden wir noch sehen, Leute. Also bleibt dabei, wir kriegen das alles mit. Ne? So, schön, dass ihr eingeschaltet habt und das gesehen habt jetzt hier. Freut mich sehr. Noch irgendwas wichtig? Nein. Gönnt bis auf das Training. Klar, gönnt euch das weiterhin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Das war ganz nice.